to it. We'll find somebody. That's what I'm saying. Thank you.
Renaissance. Also das ist der Baustil so zwischen Gotik und Barock kam, so im 16. Jahrhundert, eigentlich so 15 in Italien. Und da hat man in Bamberg einfach nicht viel gebaut, aber das ist wirklich Renaissance. Das ist diese klassische Renaissance, also der Einfluss in der Renaissance. Da können wir uns mal die ganzen Gestalten anschauen, die dann in der Welt sind. Die haben nämlich alle da nicht immer was mit Bamberg zu tun. Also genau in der Mitte über den Torsturz, über den Flusssteiner, da sehen Sie eine Maria. Fast alle deutschen Städte prunkvoll, prachtvoll. Und alles wurde, hier ist ja scheinbar verschont geblieben,
Aber die anderen Städte wurden ja alle in Schutt und Asche gebombt. Unverschämt. Das ist schön, ne? Ja. Toll, wenn so eine Stadt erhalten geblieben ist, wo die Engländer keine Perversitäten gemacht haben und alles niedergebombt hat in Amerikaner konnten. In Dresden sind sie ja so dreist gewesen, dass sie die Leute wussten genau, dass die Menschen bei diesen Feuerangriffen in die Parks laufen und dann hat man da Phosphor reingeschmissen. Wer weiß ja heute noch nicht, wie viele Menschen da umgekommen sind. Einfach so, einfach drauf. Zivilbevölkerung ausrotten und die schönen Städte alle platt machen. Widerliches Pack. Naja, wie war ich auf jeden Fall schon immer gewesen.
Thank you.
Das ist ein gutes Argument. Das Argument ist alles. Ja. Zu viel. Ja. Thank you.
Schlimmer als der Hahn. Aber wenn es dann warm braucht.